Und hallo und herzlich willkommen zurück zu LSD Dream Emulator. Beim letzten Mal haben wir wohl einen relativ kurzen Traum gehabt, obwohl der zweite Traum war doch ein ganzes Stück kürzer. Wir sind inzwischen bei Tag 5 angelangt. Halt, stopp, halt, stopp. Was war das? Wie gesagt, bei Tag 5 angelangt. Und ich würde sagen, machen wir direkt mal weiter und gucken, was uns denn noch so erwartet. Das hört sich seltsam an. Wo sind wir? Auf jeden Fall in einer Landschaft, wo es ziemlich seltsame Musik gibt. Ich mag diese seltsame Musik irgendwie, also... Oh, nein, ich möchte nicht in die Pfosten der Brücke rein. Ich möchte mich hier ein bisschen umgucken. Wir haben hier so eine Art Sky Island schon fast. Wer Sky Island nicht kennt, sollte vielleicht mal Minecraft spielen. Oh, ich möchte nicht in den Baum. Ich möchte in etwas Interessantes reinrasen. Ein Doppelregenbogen! Ein Doppelrainbow! Woohoo! Hallo, Doppelregenbogen. So, was haben wir denn noch außer diesen Doppelregenbogen, den ich zu gerne näher untersucht hätte, wenn er nicht über den Abgrund wäre? Eine weitere Brücke. Gut, da möchte ich drüber. Oh, und hängen geblieben. Schade. Gut, wo kommen wir denn jetzt raus? Bin ja mal gespannt. Waren wir hier nicht schon mal? Ich bin doch beim letzten Mal sogar tatsächlich in die Bar reingerannt. Diesmal möchte ich da durch. Bitte. Wo kommen wir denn raus? Vielleicht sogar in einen Ort, der mir gefallen könnte. Nur grün. Überall saftige grüne Wiesen und Pferdchen. Juhu! Hallo Pferdchen, möchtest du mit mir spielen? Nein, es möchte lieber über den Abgrund springen. Schade. Gut, wo wollen wir denn jetzt hin? Das ist jetzt natürlich sehr interessant, denn wir sind nur auf der weiten Steppe und wissen nicht wohin. Übrigens, dieses Spiel hat kein Ziel. Ansonsten würde ich es ja wohl nicht spielen. Oh Gott, mein Hals. Ich brauche eindeutig mehr Tee. Ich würde sagen, ich renne mal spaßenshalber in diesen Baum. Wenn der Baum mich lässt. Hallo Baum. Und so können wir ja immerhin auch mit anderen Gegenständen interagieren, indem wir in sie hereinrennen. Und kommen wieder zurück in die wunderschöne japanische Stadt. Das finde ich natürlich sehr toll. Hier ein kleiner Schrein. Ganz ehrlich, mir gefällt der Teil des Spiels so sehr. Ich würde mich am liebsten den ganzen Tag nur in dieser japanischen Stadt aufhalten. Halt. Und immer noch quietscht hier irgendwas. Und seht euch mal diesen Turm an. Da möchte ich doch mal hin. Hallo, Turm. Oh, eine kleine Brücke. Wie schön die Texturen der Wolken sind. Da könnte man schon fast... Halt, hier läuft irgendetwas. Was bist du? Ein Samurai? Ach nein, eine Geisha? Eine Buddha-Statue. Aber ich möchte da nicht reinrennen. Ach, da rennen ja noch ein paar mehr Buddha-Statuen rum. Finde ich ja mal lustig. Ich bin mal etwas vorsichtiger hier. Okay, ich wäre dafür, dass ich jetzt einfach mal in irgendein Haus reinrenne. Oder versuche, in eine der Buddha-Statuen reinzurennen, die da hinten rein sind. In diesen großen Palast, Tempel, was auch immer. Gut, wir gehen da rein und gucken mal, was uns denn da erwartet.
Wieder eine große, weite Steppe. Nein, da möchte ich nicht hin. Ups. Wo bin ich denn jetzt? Nee, jetzt ernsthaft, wo bin ich? Wir sind wieder hier. Hooray. Aber mit deinem blauen Nebel. Das ist natürlich etwas anderes. Hier gibt es natürlich auch einen Gang. Seltsamerweise hat es hier in jeder Zone einen Gang, mit dem man irgendwie aus der Zone herauskommt. Um dann zu sehen, wo man dann hinkommt. Hoffentlich nicht dauernd in die große, weite Welt. Das wäre nämlich so ein bisschen fade. Ich würde gerne mal den Monument Park besuchen. Das wäre toll. Gut, wir sehen hier wohl eher ein großes Schild. Hallo, großes Schild. Der Traum scheint hier ein bisschen länger zu sein. Das finde ich natürlich sehr schön. Ich möchte nämlich so viel sehen wie nur irgend möglich. Und deswegen renne ich jetzt einfach mal in dieses Schild hier hinein. Hallo Schild, ich fühle mich gerade etwas orientierungslos. Zeig mir, wo ich hin soll. Okay. Und ich wache auf. Gut, nach dem Traum würde ich auch gerne wieder aufwachen. Und deswegen sieht man sich dann beim nächsten Mal. Tschüss.